Hallo Freunde, ich bin's, der NRW 18. Und es geht weiter bei Grim Fandango. Ja, ich habe gestern Star Trek Judgment Rites zu Ende gemacht, jetzt geht's also hier weiter. Wir sind mit Manni und Glottis auf dem Meeresboden angekommen und ja. Ich habe eben schon mal ein bisschen vorgespielt, da weiß ich ungefähr, wie es geht. Ich habe dieses ganze Szenario ja auch schon mal gehabt. Der Fraps hat mich wieder ein bisschen angeschmiert, hat mir dann nicht aufgenommen. Naja, aber dafür geht's jetzt weiter. Sei gewarnt, wagemutiger Kapitän. Hier in den dunklen Tiefen des Meeres der Tränen hausen unvorstellbar grausige Ungeheuer. Diese furchterregenden, nebelhaften Dämonen der Tiefe werden dich verschlingen, sobald du diese Insel des Lichts verlässt. Hör auf meine Warnung, oder tritt vor und stürze ins Verderben. Schon gut, ich glaub es dir ja. Aber spar dir deine Geist dieses Landes Stimme. Da kommt schon eins. Laut unserer Karte ist das hier die Perle. Genau. Amigo. Hä? Wer? Ach, hey, schon wieder ein Wrack? Ja. Verstehst du jetzt, warum ich niemals mit dem Schiff reise? Ja, ich habe euch das dahin gezeigt, das Licht, das ist wirklich die Perle. Und das mit Metsche, ihr wisst es ja noch, die ist von Bord gesprungen und so weiter, tralala und ja. Kommen wir aber gleich dazu. Wir hatten einen kleinen Unfall. Glaubst du kannst uns helfen? Kommt drauf an, was für Hilfe ihr braucht. Könnten wir uns kurz das Licht borgen? Tut mir leid. Ich hänge sehr daran. Ja, jetzt können wir uns mit ihm hier ein wenig unterhalten. Könntest du Hilfe holen? Ja, klar. Ich halte an der nächsten Telefonzelle, die ich finde. Versprochen. Alter Klugscheißer. Was machst du hier unten? Ich versuche, genau wie jeder andere, aus dem Totenreich zu entkommen. Und warum gehst du zu Fuß, anstatt ein Schiff zu nehmen? Ich hatte keine Lust mehr, in Rubalcava zu warten. Dachte, ich wäre auf diese Art schneller. Wieso bin ich nicht selbst darauf gekommen? Ja, das ist der Vorteil, wenn man keinen Sauerstoff mehr braucht. Ja, woher weißt du? Ja, genau. Woher weißt du, wo du hin musst? Siehst du den Mond da drüben? Ich halte mich so, dass er immer rechts von mir ist. Auf diese Weise gehe ich immer geradeaus. Aber der älteste Trick der Welt? ja, und leider auch im Moment der blödeste, weil so geht er nämlich immer im Kreis. Könntest du uns zu der Perle bringen? Ihr glaubt doch nicht etwa an diese alten Märchen, oder? Glaubt ihr etwa, dass irgendwo im Meer eine riesige Perle liegt, die so hell leuchtet, dass vorbeifahrende Schiffe sie sehen? Und dass Seeleute manchmal so von ihrem Glanz betört werden, dass sie sich von Bord stürzen, um nach ihr zu tauchen und auf immer zu verschwinden? Ja, und ich glaube, sie liegt genau. Ich marschiere seit Jahren durchs Meer und ich habe sie noch nie gesehen. Nein, ehrlich, die Perle ist gleich da drüben. Du arme Trottel, das ist doch der Mond. Naja. Jetzt sag nicht, dass du den ganzen weiten Weg gereist bist, um nach dem Mond zu tauchen. Wir haben hier noch eine kleine Gesangseinlage, wenn wir jetzt mit ihm mitgehen würden. Die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also, genießt sie! Ich melde mich gleich. Dürfen wir dich begleiten? Dann habt ihr aber einen weiten Weg vor euch. Wir haben keine andere Wahl. Na gut, dann bewegt die alten Knochen, folgt meinem Licht und versucht nicht so schief zu singen. Mein kleines Licht so schön. Sie sollen's alle sehen. Mein kleines Licht so schön, sie sollen's alle sehen. Mein kleines Licht so schön, sie sollen's alle sehen, 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 sehen. Auch könnt ihr's nicht verstehen, sie sollen's alle sehen. Auch könnt ihr's nicht verstehen, sie sollen's alle sehen. Auch könnt ihr's nicht verstehen, sie sollen's alle sehen.
Und es scheint, und es scheint, und es scheint. Es verscheucht das Meeresungetier. Und alle sollen sehen. Und alle sollen sehen. Und alle sollen sehen. Es verscheucht das Meeresungetier. Es verscheucht das Meeresungetier. Es verscheucht das Meeresungetier. Und es scheint, und es scheint. Und alle sollen sehen. Und es scheint, es scheint, es scheint. Ja. Berühre nicht mein Licht, oh nein! Berühre nicht mein Licht, oh nein! Sie sollen sehen seinen Schein! Berühre nicht mein Licht, oh nein! Und es scheint, und es scheint, und es scheint! Ja, war das nicht herrlich? Erinnert mich irgendwie an unser Schiff. Das Meer spielt dem Verstand manchmal seltsame Streiche, Junge. Nach einer Weile sieht alles gleich aus, als würdest du immer im Kreis gehen. Also, irgendwie kommen wir nicht besonders gut voran. Tja, die feuchte Seelenwanderung ist nicht jedermanns Sache. Ja, genau, jetzt können wir hier nichts mehr tun. Und was mir eben ganz vergessen ist zu erwähnen, die Stimme von Glottis, habt ihr sie am Anfang erkannt? Monkey Island 3? Larry, der Totenkopf. Genau. Ja, jetzt, das ist nur eine kleine Info am Rande. Jetzt wollen wir ihn nicht länger aufhalten. Nun, ich will dich nicht länger aufhalten. Okay, man sieht sich. Lass dich nicht von den Seeungeheuern erwischen. Meinst du die da? Die legen sich doch nicht mit dem alten Tepito an. Ich bin viel zu helle für genau, sie. Genau, jetzt gehen wir hier schnell rüber, denn ein wir... Ein kleines Licht so schön. Sie sollen's alle sehen. Mein kleines Licht so schön. Sie sollen's alle sehen. Mein kleines Licht so schön. Sie sollen's alle sehen. Boah. Ja. Was soll ich denn damit machen? Mir nach. Wo bringst du mich hin? Zum Mond. Genau, jetzt haben wir uns nämlich das Licht geklaut und können zu der Perle. Manny, ist das... Die Perle! Ich wusste, ich würde sie eines Tages finden! Ich bin reich, 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 reich! Shh! Irgendetwas Komisches geht hier vor. Manny, was ist hier bloß los? Nicht, aber es gefällt mir nicht, wie uns dieses Ding ansieht. Genau, jetzt haben wir also die Perle gefunden und die drei folgen, die zwei folgen uns jetzt. Dieser Krake verfolgt uns. Ich hätte nie, ich gehe da nicht runter, solange mich dieses Monster anstarrt. Die Perle existiert also tatsächlich. Aber ist Matche wirklich deswegen über Bord gesprungen? Ich fische völlig im Trüben. Ja. Der war gut, Captain. Die Perle, ich gehe da nicht runter, solange ich dieses Monster anstarrt. Ja. So, jetzt können wir hier vorne in dem Bild eigentlich nichts machen. Deswegen gehen wir nach hinten. Und zwar seht ihr den Stein da, relativ oben mittig. Da müssen wir jetzt hin. Na, geh doch mal ein bisschen schneller. Jacka, jacka. Dam, 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 dam. Genau. Ich glaube, wir haben ein neues Fortbewegungsmittel gefunden. Ja, er meint nämlich das U-Boot, wo dieser immens große Oktopus oder Tintenfisch dran ist. Hier, dieser... Die Perle existiert also tatsächlich. Etwas weniger bekannt als die Perle ist die Legende vom glitschigen, muschelbesetzten alten Felsbrocken. Genau, da... Ich glaube, wir haben ein neues Fortbewegungsmittel gefunden. Ja, gut. da brauchen wir jetzt gleich... diese kleinen Fusseltierchen da, damit es weitergeht. Das machen wir aber erst im nächsten Teil. Weil die 10 Minuten sind gleich rum. Wir haben jetzt vielleicht noch eine halbe Minute. Diese halbe Minute möchte ich dazu nutzen, noch zu erwähnen. Und zwar heute haben wir an unserer schönen großen Düsseldorfer Rheinkirmes das Feuerwerk. Ich werde davon
oder ich versuche es, davon Filmaufnahmen zu machen. Und ja, für die Leute, die es dann leider nicht miterleben konnten, ein kleiner Gruß an Agreement AOS. Ja, ihr und du könnt es euch dann hier bei YouTube angucken. Ich weiß noch nicht, wie ich es nenne. Let's Play Feuerwerk oder Let's Make Feuerwerk. Ich weiß es noch nicht. Mir wird da schon was einfallen. Also, freut euch auf dieses Let's Make Feuerwerk. hier bei Grim Fandango geht es jetzt gleich weiter mit dem nächsten Teil. Dann werden wir herausfinden, wie wir von hier wegkommen und wo es dann hingeht. Also, seid gespannt. Bis zum nächsten Teil. NRW über 18. Adieu.